Juhu! Die neuen Golden Girls im deutschen Schwimmsport hatten allen Grund zum Jubel. Durch den Sieg im 4x100 Meter Freistil-Staffelrennen bescherten Daniela Samulski, Silke Lippock, Lisa Fitting und Daniela Schreiber dem deutschen Team das erste Gold bei der EM in Budapest und sich selbst einen Interviewmarathon. Vor allem Schlussschwimmerin Schreiber musste immer wieder ihr famoses Rennen erklären. Kopf ins Wasser und durchballern. Und hoffen, dass man als Erster anschlägt. Nach 25 Metern hatte ich das Gefühl, dass irgendwie rechts und links niemand mehr neben mir ist. Und das war ein richtig geiles Gefühl. Ja, also nach heute Morgen war uns schon klar, dass wir auf jeden Fall um die Medaillen schwimmen. Ausgegeben war Platz 1 und umso froher sind wir, dass wir das geschafft haben. Ja, also ich denke, wir waren alle deutlich schneller als heute Morgen. Also bei mir war es immer noch nicht ganz ideal, hatte ich das Gefühl. Ich war immer noch ein bisschen unsicher. Aber ja, man hat mir gerade schon gesagt, dass der Wechsel besser war. Deswegen bin ich ganz froh.